Grundsätzlich kann man sich bei uns über das Online-Tool bewerben. Es ist ganz simpel, es sind 2 Klicks. Man lernt sich eine Viertelstunde, 20 Minuten per Videocall kennen, tauscht dann ein bisschen auch die unterschiedlichen Punkte aus, Ansichten, und dann ist, finde ich, ein persönliches Gespräch extrem wichtig. Das Bewerbungsgespräch war sehr nett und offen und auf den ersten Blick war ein gegenseitiges Interesse vorhanden. Es kommt eigentlich ganz auf die Position an, wie viele Runden das es dann hier gibt. Wenn wir jetzt von der HR sprechen oder vielleicht auch von der Crew Control bei uns, dann ist es so, dass es mal ein Erstgespräch geben wird, dann sicher noch ein Zweitgespräch, vielleicht auch mal ein Probetag oder so, aber man schaut quasi, dass es für beide Parteien passt und dann kann schon losgehen. Wie finden wir heraus, ob der Mitarbeiter operativ gut zu uns passt? Das ist so wie in einer Fußballmannschaft. Da spielen unter Anführungszeichen 11 Freunde miteinander und meistens ist es so, ab dem Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter einen Probetag hat oder das erste Mal in unserem Trikot für unsere Mannschaft spielt, findet man nach wenigen Handgriffen, nach wenigen Momenten heraus, ob die Chemie, ob die Leidenschaft passt. Do&Co bietet die Möglichkeit, in unterschiedlichen Abteilungen wie Industrial Design oder Grafik reinzuschnuppern. Ein Beispiel dafür ist die Kundenpräsentation fürs Airline Catering, wo unterschiedliche Abteilungen mitwirken, an dem Konzept gearbeitet wird und das Produkt, was in-house produziert wird, wie das Geschirr oder die Speisen, dann auf den Teller kommen. Die erste Woche, wenn man hier anfängt, da probieren wir noch, nicht gleich in den Arbeitsalltag zu vertiefen. Man probiert, glaube ich, noch sehr viel zu erklären, vielleicht die anderen Units auch anzuschauen, mal ins Haushaus zu gehen. Wir machen ganz, ganz simple Buddy-Listen, wo einfach zu jedem neuen Mitarbeiter, zu einem Newcomer ein Mentor gestellt wird, dieser dann betreut wird bei den Events und dann auch so ein paar Insights bekommt. Welche Kleidung brauchst du bei welchem Event? Wann kommst du hin? Kommst du früher? Kommst du später? Welche Gäste erwarten dich dort? Damit einfach der Mitarbeiter Dinge mitbekommt, die nicht einfach auf einem normalen Briefing stehen. Die Voraussetzungen für die Position in der Kalkulation und Planung sind die Affinität für Zahlen, das technische Know-how sowie ein erfolgreich abgeschlossenes Wirtschaftsstudium. Sprachen sind schon ein großer Vorteil bei uns. Wir haben ein internationales Team, sind international tätig. Es prüft aber keiner irgendwelche Grammatiken. Also man lernt dann viel von den Kollegen aus den anderen Ländern und auch von den Gästen. Es macht extrem viel Spaß, sich in der Sprache der Gäste oder der Kollegen auch unterhalten zu können. Was bei uns immer hilft, ist sicher, wenn man irgendwo ein bisschen Gastro-Erfahrung hat, ist definitiv kein Muss, aber hilft eigentlich immer, weil man einfach schon sehr viel Know-how dann mitbringen kann. Wenn man einfach die Motivation hat, gerne Gäste oder Menschen zu betreuen oder glücklich zu machen, dann ist man bei uns richtig.